Herzlich willkommen bei B12 Lektion 22 Teil 1. Unsere Lernziele. Wir haben im ersten Teil sehr viel Wortschatz rund um das Thema Politik und Geschichte. Meine Mufradat an El-Siasa wil-Tarikh. Und unser Ziel ist, ich kann über geschichtliche Ereignisse sprechen, bis wir die Okay, schön. Habe أفكركم زي كل مرة إن أنتوا ما تنسوش تدعموا القناة عن طريق نشر المحتوى على السوشيال ميديا أو كمان عن طريق لايك وكومنتس وشير بحيث إنه يوتيوب يعني يعرض المحتوى أكتر. شكرا جزيلا. Okay, unsere Lektion heißt: In der BRD wurde die Demokratie eingeführt. Und dann, das ist ja unser nächstes Grammatikthema und das ist wieder das Passive. Also bei der letzten Lektion, da haben wir Passivpräsens wiederholt, da haben wir Passiv mit Modalverben gemacht und heute machen wir noch Passivpräteritum. Das ist aber sehr einfach. هنعمل النهاردة الباسيفpräteritum وهو موضوع سهل جدا يعني. طيب, in der BRD wurde die Demokratie eingeführt. Die BRD, يعني خليني هقولها بالعربي, إنه ألمانيا كانت مقسمة لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die BRD, die كانت ألمانيا الغربية, ألمانيا الشرقية مكتوبة تحت, das ist die DDR. تمام؟ فأينفيرن يعني إيه؟ أينفيرن يعني أدخل. فwurde eingeführt, تم إدخال الديمقراطية في ألمانيا الغربية. Sehr schön. Jetzt haben wir hier unser erstes Foto, wie immer. Doch, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Das سؤال لطيف قوي, ممكن نستخدمه عموما في حياتنا اليومية. يعني لما عايز أسأل مثلا هو إزاي ده حصل؟ تمام؟ Dann kann ich fragen, und wie kam es dazu? Tamam. Jetzt, was denkst du, wo ist der junge Mann? Hier, das Foto ist ein bisschen zu klein, tut mir leid, aber ihr habt ja vielleicht das Buch. Und was macht er? Toib, ist er an einer Bushaltestelle? هل يا ترى هو في واقف محطة الأتوبيس؟ Das glaube ich eher nicht, ما أعتقدش. Ich glaube eher, der Mann steht eventuell يعني vielleicht, احتمال يعني, der Mann steht eventuell vor einem Denkmal. Und ein Denkmal, das Denkmal, يعني إيه يعني نصب تذكاري. تمام؟ Das Denkmal. Okay, jetzt, wir werden jetzt hören und die drei Sätze, jeder von diesen Sätzen hat einen Fehler. كل جملة فيها غلطة. وإيرا أوفغابة إست دين فيلا تسو كوريجيان. هتدوروا على الغلطة وتصححوها. Lesen wir zusammen. Der junge Mann macht eine Kunstführung. طيب, الشاب ده بيعمل جولة فنية. فهم عاملها لكن das ist falsch. Er macht eine Geschichtsführung. بيعمل جولة تاريخية. Okay. Er hört Szenen. Die Szene, Szene يعني مشهد. Er hört Szenen, مشاهد, von der Maueröffnung. فهو بيسمع مشاهد من افتتاح السور. أو فتح السور. Wir haben hier die Öffnung. تمام, جاية من الverb öffnen. Öffnen يعني يفتح, öffnen und schließen. Und die Mauer أخذناها قبل كده اللي هو السور. تمام؟ لو تفتكروا دي برلينا ماور عدت علينا قبل كده. دي ماور اوفنونج ان برلين ام 9 نوفمبر 1990. طيب, في هنا حاجة غلط. Durch die Berliner Mauer war das Tor zwischen BRD und DDR 28 Monate lang verschlossen. Durch die Berliner Mauer, Antori سور برلين أو من خلال سور برلين تستوى البوابة ما بين ألمانيا الشرقية والغربية البي ار دي الغربية الدي دي ار الشرقية كان مغلق verschlossen perfect von verschließen تمام
لمدة 28 شهر. طيب، فشليسن اتفقنا يعني كان مغلق، في فرق شوية ما بينه وما بين شليسن. احنا عارفين احنا قلنا افنن وشليسن، يفتح ويقفل. فشليسن اكتر بتيجي بمعنى ان هو يعني مغلق بالضبة والمفتاح يعني. تمام، لو انا بقفل حاجة مثلا بقفل او كده، ده هايز فشليسن. فهنا كان فشلوسن لانه ما كانش حد يقدر ان هو يروح من هنا لهناك خالص، ده فا فابوتن. اوكي، dann hören wir jetzt. Lektion 22. In der BRD wurde die Demokratie eingeführt. Aufgabe 1b. Schließen Sie die Augen und erinnern Sie sich. Die Szenen, die sich vor dieser Mauer abspielten, gingen um die Welt. Es ist der Abend des 9. November 1989, ein Donnerstag. Tausende von Menschen versammeln sich vor der Berliner Mauer am Brandenburger Tor, die sich an diesem Abend zum ersten Mal seit 1961 wieder öffnet. 28 Jahre lang war das Tor verschlossen und ist zum Symbol für das geteilte Berlin geworden. Doch wie kam es dazu? Drehen wir die Uhr noch ein Stückchen weiter zurück. Am besten, Sie hören den Text noch einmal und ich zeige aber jetzt die Antworten. طيب، das Datum war hier falsch, also jetzt 89 ist richtig und jetzt nicht 28 Monate, ihr redet, das waren 28 Jahre. Okay, super. طيب، kommen wir zum Wortschatz. عندنا برضو Wortschatz في كم كلمة كويسين. Und zwar, der Mauerbau. طبعا ده مصطلح تاريخي. تمام؟ Der Mauerbau, بناء السور. Ich kann sagen, der Mauerbau hat nicht lange gedauert. تمام؟ بناء السور لم يستغرق يعني وقت طويل. Der Euro, مش محتاجة كلام. Der Soldat, الجندي. Der Weltkrieg, Krieg لوحدها يعني حرب. Der Weltkrieg, حرب عالمية. Der Erste Weltkrieg, الحرب العالمية الأولى. Der Zweite Weltkrieg, الحرب العالمية الثانية. Das Denkmal, اتفقنا يعني نصب تذكاري. Friedliche Revolution, die Revolution, الثورة. Und eine friedliche Revolution, يعني ثورة سلمية. Okay, ich habe hier den Satz nicht gelesen. Wann hat der Erste Weltkrieg stattgefunden? وانا بحب الverb ده علشان هو مناسب قوي للمستوى B1 stattfinden. Stattfinden قلنا بمعنى يعني وجد أو يوجد أو بمعنى sein على حسب. تمام؟ فwann hat der Erste Weltkrieg stattgefunden? إمتى وجدت الحرب العالمية الأولى أو إمتى كانت يعني. Ich würde hier besser sagen, wann war der Erste Weltkrieg? فwann war der Erste Weltkrieg? هي wann hat der Erste Weltkrieg stattgefunden? تمام؟ Okay. Das Gefängnis, Scharbara Ubaid, das Gefängnis, El Sign, und ich kann sagen, er ist ins Gefängnis gekommen. Tamam, hoa, dachal El Sign, oder er wurde aus dem Gefängnis entlassen. Wohina bordu da el Grammatik beta an Horda, han famu oktor. Aber ich habe hier das Verb entlassen. Tamam, wohil Perfekt beta ukemen hat entlassen. Yani el Präsens, el Infinitiv entlassen, wohil Perfekt hat entlassen. فأر wurde aus dem Gefängnis entlassen, تم إطلاق سراحه من السجن، خرج من السجن. Die Europäische Union, الاتحاد الأوروبي, die Luftbrücke. Die Luftbrücke, ja, das ist, بيسموها إيه؟ يعني جسر جوي، اللي هو إمداد بالطعام والشراب وكده عن طريق الطيارات في وقت الحرب.
Der Frieden, Salem, wer möchte nicht im Frieden leben? Ja, Tora, min mescheis, ja, ich für Salem, zum Aktier, leser. Der Nationalfeiertag, der Nationalfeiertag, Jani, Agesa, Resmea. Und zum Beispiel der 6. Oktober ist in Ägypten ein Nationalfeiertag. Okay, sehr schön. Jetzt, wir machen hier weiter mit einigen geschichtlichen Ereignissen, an denen hier ein paar Szenen und ein paar Ereignisse, die passiert sind, aber auch an denen Kalimat viel hat finden, ja. Okay, fangen wir an. Deutsche Geschichte im Kurzüberblick von 1945 bis 2002. طيب على فكره الجيشيشته احنا عارفين طبعا ان هي معناها حدوته تمام لكن الجيشيشته هنا بمعنى تاريخ فالتاريخ الالماني im kurz überblick überblick يعني ايه يعني لمحه تمام ففي لمحه قصيره في لمحه سريعه من سنه كذا لسنه كذا zu welchen ereignissen لاي الاحداث finden sie bilder im bild lexikon فانت بتلاقي لاي حدث من الاحداث دول صور في البيلد لكسيكون في الكلمات اللي احنا شفناها يعني انا ما يفرقليش قوي بصراحه الاوفجابه دي انا يفرق لي قوي اكتر يعني الكلمات المهمه هنا تمام طيب؟ يعني اللي بيحب التاريخ في طرق اخرى يعني. طيب 1945 Kriegsende نهايه الحرب und Teilung Deutschlands in Besatzungszonen طيب عندي Teilung die Teilung kommt vom Verb teilen teilen يعني ايه يعني يقسم فدي تايلونج تقسيم تقسيم المانيا لبزاتسونغزونن زونن يعني مناطق زون زونه und بزاتسونغ يعني استعمار فبقت بزاتسونغزونن يعني ايه مناطق استعماريه اوكي في الفوليه اللي جايه هنشوف اكتر استخدامات كمان ممكن تكون يعني متداوله اكتر للكلمات دي برلينا لوفت بروكه المد جسر بقى الجسر الجوي بتاع برلين Die westlichen Alliierten, die Alliierten, يعني قوات التحالف. Die westlichen Alliierten, قوات التحالف الغربية, helfen den eingeschlossenen West-Berlinern mit Lebensmitteln aus der Luft. وهم بيساعدوا الناس بتاعت West-Berlin, هم eingeschlossen. Eingeschlossen يعني ايه بقى؟ Ein, die دايما بتدي معنى دايرة. تمام؟ ف أو مش دايما, ساعات ممكن تبقى بمعنى إدخال زي einführen. بس هنا eingeschlossen أكنهم يعني إيه مقفول عليهم محاصرين دي eingeschlossenen West Berliner المحاصرين الناس المحاصرة في برلين الغربية فبيساعدوهم بأكل من الجو Luft يا معناها الهواء aber aus der Luft معناها هنا من فوق يعني من الجو Teilung Deutschlands in die BRD im Westen und die DDR im Osten. خلاص اتفقنا بقى تقسيم ألمانيا للبي ار دي دي بتاعة الغرب والDDR ألمانيا الشرقية. Es wird eine Mauer 1961, es wird eine Mauer rund um West-Berlin gebaut. Rund um West-Berlin, حوالين West-Berlin, um West-Berlin herum auch, ne? Es wird eine Mauer wird gebaut, شفناها بقى في الـ اللي فات أو يعني في اللكتيون اللي فاتت الـ Präsenz wird gebaut, bauen wird gebaut, فيتم بناء سور حوالين West Berlin. Von 1961 bis 1989 Alltagskultur in der DDR. ايه بقى الثقافة اليومية بتاعت ال DDR؟ كلمتين ملهمش أي 30 لازمة الحقيقة. ترابانت ده كان اسم العربية المشهورة بتاعت ال DDR وداتش ده باين الفيرين فونونج هناك الاسم اللي بيطلقوه يعني على الشاليهات يعني حاجة غير مستخدمة يعني. اوكي Grenzöffnung zwischen Ungarn und Österreich. Grenzöffnung, die Grenze, الحدود und öffnen, يفتح, Grenzöffnung, فتح الحدود ما بين المجر والنمسا, die Konsequenz, التبعات, Flucht, die Flucht, هروب, Flucht tausender DDR-Bürger in den Westen, هروب بقى آلاف من مواطنين الDDR رايحين للغرب.
Montagsdemonstrationen, Mudoherot, Jumel in der DDR, Regimegegner protestieren friedlich gegen den Staat. Regime, el hohen Nizam, tamam? Also, Regimegegner, Gegner, el hum al-Mu'aridin. Fa-Mu'aridi al-Nizam, tamam? Protestieren, bi-ahtaggu, friedlich, bi-shakl-silmi, gegen den Staat. Yani, fa-bi-tazahur, yani, dod den Staat, il-Hukuma. Tamam? Genau. وهنا Gegner معناها زي قلنا معارضين. احنا مش معناها المعارضة. اللي هو المعارضة دي كنا اخدناها قبل كده بتاعة البرلمان. اسمها دي اوبوزيسيون. دي حاجة ودي حاجة. 1990 am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit, der اسمه كده يوم الوحدة الألمانية, Einheit, وحدة, Vereinigung, توحيد von BRD und DDR, وحدوا بقى الاثنين. 1993, Gründung der EU, Taxis gründen, ihr erstes, und eine Firma gründen oder ja ein Projekt gründen, ihr erstes Schritt, Taxis il Tahid al Europi, und 2002 Einführung des Euro, Itril il Euro. Nigi hin aber alles der Demet, munken tukun yani i mutadawla au tchalila neftikir kalimet. Die britische Besatzung, il Stamor il Breton. Den Kuchen teilen. Die Teilung, das Sim, und den Kuchen teilen, beassem il Torta oder il Keka. Die eingeschlossenen Palästinenser, il Philistinien, il Muhasarin. Die Grenzen öffnen, schließen, Fath al Hudud, Afl al Hudud. Die Konsequenzen sind massiv, il Tabaat, Dachma, Azima. Fliehen, Jehrab, das ist das Verb. Also, wir hatten hier die Flucht, tamam, die Flucht il Huru. Und fliehen ist das Verb. Hoa floh, das ist unregelmäßig. Herib ist geflohen. Perfekt. Aus dem Gefängnis fliehen. Jehrab bin es Sign. Er ist aus dem Gefängnis geflohen. Herib bin es Sign. An einer Demonstration teilnehmen. Jesherik fi tadrohura. Und gegen die Preiserhöhung protestieren. Protestieren, يحتج. فهو بيحتج على. طبعا gegen معناها ضد. تمام? Protestieren kann man nur gegen. Also eine Demonstration, die kann für etwas oder gegen etwas sein, aber Proteste können nur gegen etwas sein. فبيحتج على ايه? ارتفاع الأسعار. Preiserhöhung. Die Einführung eines neuen Gesetzes. ممكن كمان ادخل قانون جديد. Etrel Kanun gedit. Ue echer maluma el fark ma bin Regime u Regierung. Tamam? Regime, yani Nizam. Il hoa il wahesh il ma bin hibbush. Aber die Regierung, die il hilwa. Aide, yani. Il hukuma au neutral, umuman, yani. Die Regierung, yani il hukuma. Tamam? Sehr schön. Okay, das war's. Danke und bis zum nächsten Video.